Gott, was mache ich hier für eine Scheiße? Regina, mir tut das alles so leid. Ich stehe einfach so wahnsinnig auf dich. Wenn ich dich jetzt losmache, versprichst du mir, dass du mich nicht dranhängst oder sowas? Du sagst einfach, du wärst in einem Hotel gewesen, hättest eine Auszeit gebraucht oder so. Okay, ich mach dich los. Immer zusammenbleiben. Weil, weiß ich auch nicht. Ich werde dich schrecklich vermissen. Hm. Wie soll das erst werden, wenn meine Partnervermittlung richtig läuft? Zwei Jobs auf einmal, das ist kein Zuckerschlecken. Ja, dann kommst du hier wahrscheinlich nie mehr raus. Darf ich fragen, was es mit dieser Partnervermittlung auf sich hat? Hallo, Herr Fechner. Na, Jenny, bis nachher. Guten Morgen, Herr Fechner. Sie wollen ein eigenes Geschäft aufziehen? Und noch dazu etwas Peinliches wie eine Partnervermittlung? Hier in meinen Geschäftsräumen? Wahrscheinlich auch noch während Ihrer Arbeitszeit. Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Incredibile, vergogna, ladri! Ecco comprato, oro, diamanti! Ha. Sie sind völlig wahnsinnig geworden. Weißt du, was mittlerweile bei dir Basilikum kostet? Das hast du früher in Lire bezahlt, ich weiß. Ach, für dich hat jemand angerufen, ein Herr Zoch oder Zach. Jedenfalls jemand vom Blitzkurier. Und was hat er gesagt? Du sollst zurückrufen. Ich habe die Nummer notiert. Es liegt da, wo du stehst. Oh, Tanja. Wo ist die Nummer? Dai, dai, es ist wichtig, Tanja, dai. Da. Hm? Ah. Ja, hallo, Stefano Maldini. Sie haben... Sie wollen vorbeikommen? Hier im Wildemann, heute Mittag. Ja, ja, das passt sehr gut. Na, wenn, ich freue mich. Ja, okay. Die schönste Kölnerin. Die schönste Kölnerin? Ja, der Schönheitswettbewerb. Ich habe Fotos von den beiden geschickt. Du hast Fotos geschickt? Von wem?
Von Toni und Feli natürlich. Sie sind in die Endausscheidung, in das Finale, Tanja. Ja, sag mal, wissen die beiden überhaupt was davon? Nein, es soll eine Überraschung sein. Sie werden begeistert sein. Sie werden Augen machen, Tanja. Na, das glaube ich allerdings auch. Ich will mir doch nur ein zweites Standbein aufbauen. Ich werde für die Partnervermittlung nur abends arbeiten oder in den Pausen, wenn hier wirklich nichts zu tun ist. Ich verspreche Ihnen, dass meine Arbeit hier in keiner Weise beeinträchtigt wird. Schauen Sie mal. Selbst wenn das so wäre, liebe Frau Deile, eine Internetpartnervermittlung, also neu ist das nicht gerade. Aber meine Partnervermittlung ist anders als die anderen. Anders? Bei einer Partnervermittlung geht es doch immer um dasselbe. Ein Mann, eine Frau. Oh, hoppala, ich störe schon wieder. Entschuldigung, bin gleich wieder weg. Der entscheidende Unterschied zu anderen Agenturen ist der Fragebogen. Ich habe da einen ausgearbeitet. Wollen Sie mal sehen? Nur wenn der Fragebogen wirklich gut ist, kann man die Leute ausfiltern, die wirklich zueinander passen. Oder auch die aussortieren, die nur an einem One-Night-Stand interessiert sind. Genau. Jennys Kunden sollen nämlich den Partner fürs Leben finden und nicht irgendeine schnelle Nummer. Jetzt stell dich mal nicht so an. Gib ihr die Chance. Den Partner fürs Leben. Das ist doch alles eine Illusion, so wie diese ganze Geschäftsidee. Aber... Wie auch immer. Machen Sie, was Sie wollen, aber nicht in meinen Geschäftsräumen und nicht während Ihrer Arbeitszeit. Das war's dann wohl. Ach, Quatsch. Wenn ihr eine Partnervermittlung braucht, dann doch wohl er, oder? Allein kriegt er das nie gebacken. Da hilft doch keine Partnervermittlung. Dieser Mann fällt unter schwer vermittelbar. Oh, wenn er mal endlich wieder eine Frau hätte. Ich würde echt drei Kreuze schlagen. Ich meine, diese ständige Griesgrämigkeit muss doch hormonell bedingt sein. Annika, sag mal, warst du schon zu Hause heute? Eben gerade. Dann hat sich Regina bei dir gemeldet. Hast du sie immer noch nicht erreicht? Sonst würde ich ja nicht fragen. Ich verstehe das nicht. Die ruft nicht an, die ruft nicht zurück. Ich habe schon tausendmal auf die Mailbox gesprochen. Regina ist erwachsen. Nur weil du sie einen Tag mal nicht erreichst. Ich habe da irgendwie ein blödes Gefühl. Wenn ich wenigstens wüsste, was für ein Hotel sie in Frankfurt hat, dann könnte ich ja versuchen... Sie ist wahrscheinlich mit ihren Künstlerfreunden unterwegs und hat ihr Handy vergessen oder der Akku ist leer. Heutzutage erreicht man auch nicht immer jeden, trotz Handy. Da muss nicht immer gleich was passiert sein. Doch. Hey, Matthias. Hi. Hi. Sag mal, weißt du, was mit Tom los ist? Er war heute nicht in der Schule. Tom? Nee, tut mir leid. Wie soll ich das wissen? Ja, ich dachte, du machst doch mit ihm Musik. Du, ich arbeite jetzt im Latte. Komm doch mal auf den Espresso vorbei, ja? Ja, ja. Ciao. Ciao. Naja, jedenfalls ist er heute nicht zur Klausur erschienen. Und wenn er so weitermacht, dann... Schon wieder so eine Spam-SMS. Matthias, hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja, Tom war heute nicht in der Schule. Und du, tut mir leid, ich habe gerade ein bisschen privaten Stress. Heimlich die Fotos von Toni und Neil zu dieser Zeitung geschickt. Na, sind Sie begeistert? Puh, der hat sie nicht mehr alle. Ich hab's dir ja gesagt. Also, was ist daran so schlimm, wenn ein Vater stolz ist auf seine hübschen Kinder? Ah? Also, ich mach da auf jeden Fall nicht mit. Das kannst du vergessen. Aber die Wahl findet doch nur in der Zeitung statt. Vergiss es! Oh, nee. Was ist mit dir? Sorry, ich weiß ja, dass du es wirklich gut gemeint hast, aber echt nicht. Na ja. Wenn ihr nicht wollt, dann rufe ich dort an und sag, dass das Ganze gestorben ist, okay? Herr Maldini? Geh. Patrick Zach vom Blitzkurier. Ah. Und Sie sind Felicitas? Si. Ja. Tut mir außerordentlich leid, aber wir mussten leider ein bisschen umdisponieren. Das Problem ist, wir haben eigentlich schon genug Dunkelhaarige. Wie gesagt, es tut mir leid. Also, das ist wirklich kein Problem. Echt nicht. Ist doch wohl klar, worum es bei diesen Schönheitswettbewerben geht. Da werden Frauen doch nur als Lustobjekte dargestellt. Egal, ob in der Zeitung oder auf der Bühne. Völlig egal. Fantastisch. Ich glaube, bei Toni werden sie auch nicht mehr Glück haben. Du bist genau der Typ Frau, den wir für den Contest noch brauchen. Großartig. Ich gehe zum Bäcker. Soll ich dir was mitbringen? Danke, nicht nötig. Ist irgendwas? Habe ich dir was getan? Warum musst du immer so verdammt stur sein? Sag mir mal, was du gegen diese Partnervermittlung hast. Ich meine, wenn sie deinen tollen Versandhandel nicht stört... Ich bin ein seriöser Geschäftsmann. Und das soll auch so bleiben. Okay. Und was, bitteschön, ist an einer Partneragentur unseriös, wenn sie professionell geführt wird?
Jenny macht nichts anderes, als Menschen zusammenzubringen, die auf andere Art und Weise niemanden finden, der zu ihnen passt. Sei es, weil sie zu schüchtern sind oder weil sie keine Zeit haben, jemanden kennenzulernen. Fragt sich nur, zu welchem Zweck. Damit sie glücklich sind, Thorsten, das ist alles. Und wer weiß, vielleicht heiraten sie dann mal und kriegen viele, viele Kinder. Ist es nicht was Wunderschönes, wenn man damit auch noch Geld verdienen kann? Okay. Was heißt okay? Ich lasse mir das mit der Partneragentur noch mal durch den Kopf. Partneragentur? Das hat er doch gar nicht nötig. Hast du immer noch keinen von Reginas Freunden in Frankfurt erreicht? Ach, woher denn? Entweder es meldet sich gar keiner oder es geht nur der Anrufbeantworter dran. Sind alle bestimmt mit der Vernissage beschäftigt. Und jede Menge um die Ohren und Regina ist mittendrin, du kennst sie doch. Wenn irgendwas passiert wäre, dann hätte sich schon jemand bei dir gemeldet. Keine Nachricht ist eine gute Nachricht. Du hast sie doch auch nicht gemeldet, dass du mal ein paar Tage weg warst. Ja, wann denn? Ja. Die weiß ich jetzt nicht, aber ich wollte nur damit sagen, dass das mal vorkommen kann. Sag mal, meinst du, sie betrügt mich? Ich habe jetzt auch gerade an Valerie und dich gedacht, aber so ein Quatsch, Regina betrügt dich nicht. Weißt du, was mit Tom los ist? Er war heute nicht in der Schule. Verstehe eine, die Frauen. Erst will sie auf gar keinen Fall bei diesem Schönheitswettbewerb mitmachen. Und dann ist sie plötzlich Feuer und Flamme. Ach, Stefano, da geht's bestimmt nicht um den Schönheitswettbewerb. Warum dann? Wir sind der festen Überzeugung, dass Jugendliche in den Parlamenten vertreten sein müssen. Und wenn ich Parlamente sage, dann meine ich natürlich alle. Also Bundestag, Landtage. Ja, genau. Würde dich das reizen, eine Karriere als Landtagsabgeordnete? Weißt du, also ich sehe das Ganze nicht als Karriere. Ich möchte schließlich nicht als Berufsjugendliche alt werden. Aber ich möchte mich einmischen. Das steht fest. So, das war's. War doch ein tolles Schlusswort, oder? Ehrlich gesagt, hätte ich dir so ein Engagement gar nicht zugetraut. Ja, das geht mir oft so, dass mich viele für so ein blondes Dummchen halten. In unserer Gesellschaft, da läuft einfach so viel schief. Jetzt werden die Weichen für unsere Zukunft gestellt. Und wenn unsere Generation nicht langsam mal den Mund aufmacht, dann... Entschuldige. Zar? Möchtest du noch eine Cola? Und? Ach, der Schönheitswettbewerb, das war doch gar nicht so eine schlechte Idee. Das wolltest du auch hören, oder? Schau mal eine an. Vor allem gibt's Publicity. Und die kann ich wunderbar für Innovation nutzen. Wenn ich gewinnen würde, dann könnte man zum Beispiel... Was heißt wenn? Trinkst besser. Natürlich wirst du gewinnen. Na, ist aber ein ganz attraktiver Typ, ne? Ja, ganz nett. Aber vor allem interessiert er sich für Innovation. Sie ist nicht gerade eine Sexbombe, aber... ein blondes Schulmädchen eben. Die Homestory machen wir gleich. Ich bin einfach nur ein bisschen genervt, weil die textet mich völlig zu mit so einem kleinen Mädchen Politikgelaber, das keinen Menschen interessiert. Ich muss mich entschuldigen. Ich war wohl vorhin etwas voreilig. Also, Annalena hat mir erzählt, dass Sie ein richtiges Konzept erarbeitet haben. Darf ich das nochmal sehen? Natürlich. Was meinen Sie, was so eine Partnervermittlung wohl abwirft? Also statistisch gesehen sind circa ein Drittel aller Kölner Haushalte Single-Haushalte. Sie meinen 33,33%? Das sagt natürlich noch nichts darüber aus, wie viele Menschen in Köln wirklich auf Partnersuche sind. Auf jeden Fall gibt es einen Markt. Ich bin einverstanden. Versuchen Sie, sich Ihr zweites Standbein aufzubauen, solange Ihre Arbeit hier darunter nicht leidet. Das ist doch selbstverständlich.
Danke, Herr Fechner. Ich werde Ihnen natürlich etwas für die Büronutzung, Telefon, Computer und so weiter in Rechnung stellen müssen. Sind Sie einverstanden mit 25% vom Umsatz, versteht sich? 25% vom Umsatz? Sie können natürlich auch Ihre eigenen Räumlichkeiten anmieten, aber wie viel Zeit bleibt Ihnen für das Wesentliche, wenn Sie immer hin und her fahren müssen? 20%. Gewerbeimmobilien sind teuer. Und dann muss das alles eingerichtet werden. Da werden richtige Investitionen fällig. Wie sich das rechnet? Sie sind ein Halsabschneider, Herr Fechner. Redet man so mit seinem stillen Teilhaber? Also. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. So alles wissen will. Beschreiben Sie Ihr Verhältnis zu Ihren Eltern. Das geht doch niemandem was an. Hi, Onkel. Hallo. Geht mir zu weit. Ja, wie geht's? Was machst du denn da? Nichts. Oh, Mist. Ich muss noch mal ins M&P. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Partnervermittlung. Der arme Kerl sucht ja wirklich eine Frau. Für so ein Fotoshooting braucht man ganz schön viele Bilder. Ja. Nehmen Sie von der Seite, da sind Sie am besten. Papa, also, kommen Sie mal bitte. Sie, Moment, geht schon, Prinzipien. Sag, geht schon. Du kannst uns jetzt wirklich alleine lassen. Wieso denn? Im Wildermann ist doch gerade nicht los. Ich kann euch helfen. Ja, aber wir schaffen das auch ohne dich. Hm? Wir brauchen ihn doch nicht mehr, oder? Bitte? Wir brauchen Papa doch nicht mehr. Er hat nämlich was im Wildermann zu tun. Also meinetwegen kann er gerne gehen. Ich wollte aber euch... Papilein, du hast es gehört. Auf Wiedersehen. Tschüss. Mein Freund, schön professionell bleiben. Sie verstehen schon, was ich meine. Vergiss es. Er ist manchmal ein bisschen komisch. Oh Mensch, ich hab voll Hunger. Möchtest du auch ein Stück Pizza? Mehmet, machst du uns bitte zwei Stück Pizza? Danke. Bleibst du stehen? Warte. Ja, das ist gut. Warte. Ja, und setz dein schönstes Lächeln auf. Ja, sehr gut. Hier vorne vor dem Bütchen, da haben Frederik und ich auch mal einen Infostand gemacht. Zum Thema Jugendarbeitslosigkeit. Mit allem drum und dran. Wir haben sogar richtig einen Flyer entworfen. So ein Stand kostet eine ganze Stange Geld. Ja, Kohle ist immer das Problem. Wem sagst du das? Am liebsten würde ich wirklich mit Felicitas tauschen. Deine Schwester hat Geld? Mhm. Sie ist reich und hat Erfolg. Hier, der Laden hinter dir, Basic Line, der gehört ihr. Aha, schauen wir einer an. Danke, dass du zurückgerufen hast. Ja, ich sag dir Bescheid. Tschüss. Herr, was
zum Teufel soll das denn jetzt? Hallo, Lüge. Sieh mal eine an, die voll schwachsinnigen Hochsalatisten. Hast du dir auch noch wehgetan? Das ist vom Rasieren. Leo, zu, das war wirklich scheiße von uns. Und wir wollten uns... Wir wollten dich wirklich nicht erschrecken, echt nicht. Mann, ich kann doch verstehen, dass du mit uns nichts mehr zu tun haben willst, aber... Ja, will ich auch nicht. Schönes Leben noch. Lili, bitte, das tut uns echt wahnsinnig leid. Na gut. Ich gebe euch die Chance zu beweisen, dass ihr auch noch was anderes drauf habt. Außer so ein Scheiß. Aber das ist dann auch eure letzte Chance, das wisst ihr, ne? Ja, klar, logisch. Und was müssen wir denn so machen? Ich brauche eine Frau. Und zwar dringend. Wieso, stehst du jetzt auf Frauen? Nee, für meinen Onkel. Ich möchte ihn gerne eine Frau suchen. Und ihr werdet mir dabei helfen. Weißt du was? Dann könnte ich doch einen Artikel schreiben. Für den Blitzkurier über Innovation, was wir so machen, unsere Ziele. Das kann ich nicht entscheiden, aber wenn du willst, spreche ich mit meinem Ressortleiter drüber. Oh, gut, dann gebe ich dir ein paar Unterlagen mit für deinen Chef. Den Flyer zum Thema Jugendarbeitslosigkeit und unser Grundsatzprogramm, hm? Das ist nicht nötig. Ach Mensch, ich wohne doch hier direkt. Also, bis gleich. Grüß dich, Patrick hier. Du, ich würde doch lieber die Dunkelhaarige, diese Felicitas, nehmen. Ich weiß, dass wir schon zu viele Dunkelhaarige haben, aber die sieht einfach besser aus. Super, danke. Ciao. Die sieht nicht nur besser aus, die hat auch mehr Geld. Was ist mit Geld? Gar nichts. Hast du die Unterlagen schon geholt? Ach, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Du, mein Chef hat gerade angerufen. Und, hast du ihn gefragt wegen des Artikels? Sorry, nein, aber schlechte Nachrichten. Du bist raus. Leider, ich habe alles versucht. Er will jetzt doch eine Dunkelhaarige. Ein R. Das steht natürlich für Regina, aber sonst? Nee, keine Ahnung. Hast du noch mal versucht, sie anzurufen? Ich meine, wenn sie eine SMS schicken kann? Natürlich habe ich das versucht. Ich spüre, sie ist in Gefahr. Das muss irgendein Hinweis sein. Annika, ich weiß, wo sie ist. Sie ist bei Tom. Hey, komm näher. Noch näher. Und? Was siehst du? Dich. Und was noch? Nichts. Kein Glanz, keine Unreinheiten, nichts als reine Haut. Neu, Nivea Visage Young.